Ja, Pierre, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg in der SC Freiburg. Ich glaube, verdient, oder? Ja, doch. Also ich denke, wenn man das komplette Spiel sieht, ja. Wir haben in der ersten Halbzeit, für meine Meinung, nicht so ein gutes Spiel gemacht. Freiburg haben es auch sehr gut gespielt, haben sehr guten Ball gespielt. Und wir haben ja in der zweiten Halbzeit, wussten wir, dass wir hinten raus die Vorteile haben werden. Denke ich, das konnte man am Ende dann auch sehen. Wir wurden mit zunehmender Spieldauer dann auch überlegener und haben es dann am Ende, ohne dass wir wirklich groß spielerisch überlegen waren, das irgendwo erzwungen. Es war jetzt ein zweites Spiel über 90 Minuten. Fühlt sich wieder richtig in der Mannschaft angekommen nach den, sag ich mal, schwereren Wochen? Ja, natürlich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich wieder 90 Minuten spielen durfte. Und ich glaube, ich habe die Phase hinter mir, die ich in den letzten 2 Jahren immer hatte, die Anfangsphase, Anlaufschwierigkeit. Aber ich bin froh, dass ich jetzt in der Mannschaft bin und ich möchte auch drin bleiben. Kurzer Satz zu Ita. Ja, der Blindfisch, der muss das 1-0 schon vorher machen. Danke, Olcay. Bitte.